Wir in Bremen, das wissen Sie, uns bemüht, einen Weg der verhältnismäßigen Kontaktbeschränkung oder verhältnismäßigen Eindämmung des Coronavirus zu beschreiten. Verhältnismäßig heißt auch, gemessen an den Grundrechten, alle Maßnahmen zu ergreifen, die notwendig sind, aber dabei jeweils auch die milderen Mittel zu wählen. Deshalb haben wir uns gegen eine generelle, echte Ausgangssperre ausgesprochen, schon von Beginn an, und haben gesagt, wir setzen auf weitreichende Kontaktbeschränkungen. Die ganzen Anordnungen zur Schließung von Läden und zu Kontaktbeschränkungen, die haben die beiden Stadtgemeinden erlassen, Stadtgemeinde Bremen und Stadtgemeinde Bremerhaven, in Form von Allgemeinverfügungen. Und Allgemeinverfügungen sind Verwaltungsakte, die sich an eine unbestimmte Zahl von Personen richten. Es gab eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts München, die haben die bayerische Allgemeinverfügung aufgehoben des Landes und haben gesagt, das muss eine Rechtsverordnung sein, und daraufhin hat Bayern dann auch eine Rechtsverordnung erlassen. In Bremen haben wir obsiegt im Eilverfahren vor dem Verwaltungsgericht. Die beiden Allgemeinverfügungen oder die Allgemeinverfügung in Bremen, analoges würde dann für die Allgemeinverfügung in Bremerhaven gelten, wurde aufrechterhalten. Wir müssen schnell und klar und deutlich handeln als Exekutive, aber wir machen das unter parlamentarischer Kontrolle und rückgebunden an das Gesetz und an die Grundrechte. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, das zu betonen. Eine Krise ändert daran nichts, und Demokratie, Rechtsstaat und entschiedenes, schnelles und konsequentes Handeln schließen sich nicht aus, sondern sind sogar Voraussetzung dafür, dass man alles zusammendenkt, dass die Bürgerinnen und Bürger auf Dauer auch bereit sind, diese Entscheidung zu akzeptieren und sich danach zu richten.